Hallo und herzlich willkommen bei Schnell, Gut und Günstig. Heute machen wir eine leckere griechische Vorspeise. Saganaki. Dafür schneiden wir zunächst einmal den Feta auf und legen ihn auf ein Brett. Dann schlagen wir zwei Eier auf und verquirlen diese. Das Ganze dann in einen Teller geben und den Feta abtupfen, sodass er nicht mehr so nass ist, und in zwei Hälften schneiden. Währenddessen gerne schon mal Öl in die Pfanne geben und dann die Feta-Scheiben in Mehl, in Ei und als letztes in Paniermehl wenden. Die Feta-Hälften dann im Öl schön anbraten und auch auf die Seiten drehen, sodass alles schön durchbräunt. Wichtig, dann noch abtupfen, sodass die Stücke nicht so fettig sind, und zuletzt dann mit Honig beträufeln. Das Saganaki verbindet verschiedene Geschmäcker, einmal die salzige Note vom Feta und die süße Note vom Honig. Das passt perfekt zusammen und wird dann nur noch abgerundet durch den Sesam. Das Saganaki passt perfekt als griechische Vorspeise oder aber auch als Nachspeise. Lasst es euch schmecken, macht es einmal nach und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren, wenn es euch gefallen hat.